Guten Tag, liebe Leute, und willkommen zum Tetsuzo. Leider ist die Anfangsmusik sowas von extrem laut, deshalb muss ich auch mal ein bisschen lauter reden. Und wir gucken uns mal die Charakterkreierung an. Dort könnt ihr eben Namen eintackern, euch die Klasse noch auswählen. Eben zum Beispiel, wer ist er hier? Genau, der Swordman, der Spearman, der Archer, der Healer und der Ninja. Und es gibt natürlich noch den Blade Man. Bisschen an der Haare könnt ihr denn noch rumtüfteln. Hallo? Okay, geht doch nicht. Auch sehr interessant. Okay, das geht nicht. Kurios, warum das jetzt nicht geht. Aber wir gehen jetzt mal rein, weil die Musik doch extrem laut ist. Und ich hoffe mal, das verbessert sich jetzt hier. So, wie ich in den Kommentaren ja schon gelesen habe, ist, dass es von Sof sogar schon einen Teil 2 gibt, aber den wollte ich mir jetzt nicht angucken, denn Sof 1 ist rangekommen und wir haben sogar schon den Job-Change absolviert. Wir sind nämlich jetzt richtiger Ninja geworden und unsere Waffe ist eine Karotte, zwei Karotten, denn wir haben da einen gewissen Buff. Ihr könnt auch nicht mit B oder sowas eben das Inventar öffnen oder sowas. Da müsst ihr dann Alt-B, Steuerung B und ach, sonst irgendwas drücken. Aber ich mach's gerne hier. Unsere Waffe ist hier zeitlich limitiert. Wir können dies noch 55 Minuten tragen. Bekommt ihr von der Quest. Ist auch sehr hilfreich, dass ihr die wirklich die bekommt, weil dann geht das Leveln alles ein bisschen extrem schneller. Ihr bekommt auch am Anfang ein paar Quests. Und da es gibt auch einen Carrier Pick Gones. Das ist einfach so, dass ihr dann Nachrichten bekommt, wenn ihr Level Up erreicht habt. Hey, hier, du könntest ja mal zu mir kommen, ich habe eine Quest für dich. Und wir werden jetzt einfach auch mal gemeinsam eine Quest machen. Also hier sehen wir mal zwei Spieler. Das ist sogar sehr viel, was wir hier sehen, denn dieses Spiel ist ausgestorben. Es ist wirklich sowas von tot. Also man sieht hier sehr, sehr wenige Spieler. Und wenn man mal Spieler sieht, dann sind es, glaube ich, Botter. Denn die bewegen sich sehr abgehakt, sind immer nur auf einen Farmspot. Man hat so den Eindruck, als ob alles automatisch abläuft. Weiß jetzt nicht, weil jemand hat das auch in den in den Kommentaren reingeschrieben gehabt, dass das Spiel botverseucht war, beziehungsweise immer noch ist. Und ja, das kann ich wirklich nur zustimmen. Und wir machen jetzt mal eine Quest. Nubi Gifts, gut, die hatten wir schon. Also werden wir jetzt einfach mal hier töten. Am Anfang ist wirklich so, ihr rennt erst tierisch irgendwo hin. Wir können uns ja mal die Map hier ein bisschen genauer angucken. Ja, ihr rennt dann wahrscheinlich hier erstmal zu diesem Punkt, tötet ein, zwei Monster, rennt dann wieder zum anderen Punkt. Also ist wirklich jetzt nicht so toll, das ganze Ding. Auch grafisch her, echt wirklich hier nicht der Burner. Das sieht man nicht aus wie Schnee, sondern einfach nur... Ja, einen Farbeimer benutzt und mal rüber gepinselt. Mehr ist das leider nicht. Und wir laufen jetzt, wirklich, wir laufen hier permanent langsam rum. Wir haben natürlich auch einen Skill. Das ist sehr gut, den werden wir mal auch benutzen. Vielleicht, dass wir doch mal ein km/h schneller sind. Und wir werden jetzt einfach mal dorthin gehen, wo man jetzt grinden könnte, ja. Und werden einfach mal ein paar Monster töten. Die Musik ist immer die gleiche. Die wird sich nicht ändern, also die wird sich wirklich in euer Hirn einbrennen. Ja. Ich weiß nicht, was das für eine Musik ist. Bin mal kurz ruhig. Ja. Und das ist die ganze Zeit. Wirklich nicht der Burner. Ansonsten grindet ihr wirklich nur so hin. Ihr habt hier so gewisse... Warte mal, die greifen uns gleich an, weil die sind Akku. Gehen wir mal kurz ins Inventar. Wir haben hier so eine Healing Potion, so eine Salben, die uns insgesamt 200.000 Health heilen. Also, und die könnt ihr auch permanent drücken, aber wir werden jetzt einfach mal jetzt hier töten. Gut, okay, jetzt ziehen wir schon Aggro. Machen wir mal die Karte kurz hier ein bisschen weg. Ja, super. Ja, und das macht ihr jetzt hier so die ganze Zeit. Die Waffe ist recht stark. Da ich dann noch so eine komische Frucht gefressen habe, dass eben meine Waffe wie eine Karotte aussieht und damit extrem viel Schaden macht. So levelt ihr die ganze Zeit, habt dann auch gewisse Skill-Punkte, die ihr verwenden könnt und dürft. Aber ansonsten
ist das Spiel nicht sonderbar toll. Ja, das war jetzt hier unser Move, den wir machen können. Wir können uns natürlich buffen, dass wir hier extrem schnell angreifen. Extrem schnell angreifen, bitte. Ja, gut, okay. Und so machen wir das jetzt hier die ganze Zeit. Und er stoppt auch aus irgendwelchen Gründen. Stoppt dieser Mensch die Angriffe. Auch ist die Steuerung sehr ungenau. Und dieses Spiel macht absolut keinen Fun. Also es ist wirklich das... Ja, so das Schlechteste, was man eigentlich so spielen kann. Und ich hab's gespielt, sogar bis Level 17. Also da muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen, wie ich das ausgehalten habe. Hene, der am TS war, konnte mein Leiden mitverfolgen. Denn es ist auch sehr problematisch, dieses Spiel zu starten. Denn man muss, ich weiß nicht, wer dieses Verfahren erfunden hat. Also der gehört wirklich erhängend. Dass man ein Spiel über den Browser starten muss. Was soll dies bringen, bitte? Was bringt das für extreme Vorteile für euch? Ich weiß es einfach nicht. Und dort ist es nicht so, dass man das einfach mal starten kann. Also man loggt sich ein und man startet es. Nein, es ist... Man muss erst ein gewisses Mozilla-Add-on starten. Also es geht auch nicht einfach so, dass ihr es mal durch einen Internet Explorer startet mit einer normalen Version. Es geht nicht. Man muss sich erst ein gewisses Add-on runterladen, was irgendwie so AdTab EA heißt oder sowas. Dann geht man mit Mozilla auf die Seite, macht den Rechtsklick drauf, öffnet das im Internet Explorer. Und dann können wir starten. Also echt wirklich kompliziert. Ich habe jede andere Methode probiert, die man eigentlich normal probieren sollte. Und auch macht. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Es geht nur nach diesem Schema. Und es ist sehr umständlich. Auch, ja, was das Spiel jetzt so vom Endcontent bringen soll, das frage ich mich bis dato. Will ich auch gar nicht ausprobieren. Wir können hier natürlich auch den Drunken Rudolf mal in die Fresse hauen. Super. Der droppt dann ab und zu mal ein paar Truhen, wo dann gewisse Items drin sind. Es gibt natürlich auch wieder die Möglichkeit, die Items zu upen. Und wir moschen jetzt hier noch so, bis wir ein Level up haben. Und dann können wir uns hier auch verabschieden von diesem 6er-Game. Ja, dieses Game bekommt natürlich eine 6, eben weil es mal total umständlich ist. Und weil es mal null Spaß macht. Die Musik wiederholt sich permanent. Die Grafik ist grottig. Die Steuerung ist wirklich der letzte Abnerv. Und ich weiß jetzt nicht, wie Sof 2 ist. Ich würde es auch gar nicht testen irgendwie. Also es scheint wahrscheinlich denn nicht so besonders gut zu sein. Wer es natürlich mal angezockt hat, kann es gerne mal in den Kommentaren reinschreiben. So, hier noch ein paar Wölfe töten, damit wir Level up sind. Damit wir sagen können, hey, wir haben es bis Level 18 gespielt. Das Spiel ist sonst echt ein bisschen kroke. Es macht null Fun. Die Musik ist ein Graus. Ja, es ist einfach nur schlimm, dieses Spiel. Na los, komm. Hier noch zwei Wölfe wahrscheinlich. So, meine Karotte. Ja, durchbohrt seine Löcher. Oder was macht die hier? Es gibt fünf Entwicklungsstufen für einen Charakter. Also Ninja, da kann sich dann noch in diverse andere Sachen weiterentwickeln. Natürlich müsst ihr ein gewisses Level haben, aber... das mache ich hier definitiv nicht. So, wir sind auch... Level 18 geworden. Wir verabschieden uns natürlich von diesem Spiel mit einer glatten 6. Wirklich eine Schande, was es gibt. Da spiele ich lieber Fliff bis, weiß ich nicht, Endlevel oder sowas. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Saugt euch dieses Spiel nicht. Es lohnt sich definitiv nicht. An alle Hater natürlich oder an alle Fanboys, die hier wirklich Zeit investiert haben in das Spiel. Ihr habt einen echten Schaden. Ciao.